Hallo und herzlich willkommen zu den Jorvik News, den News aus Jorvik. Heutige Themen: Update, Mythos oder Wahrheit mit den Lusitano-Farben Ilvers Prost und was ist mit Justin los? Fangen wir mit dem Update an. Diese Woche kamen drei neue süße Eichhörnchen nach Jorvik in drei verschiedenen Farben: ein grau-schwarzes, ein dunkelbraunes und ein hellbraunes. Diese kleinen, knuddeligen Freunde kann man im grünen Blatttal der Sunfeed Pub erwerben für 249 Starcoins. Und im weiteren Update kamen neue Geräusche dazu. Nicht nur die Huf- und Pferdegeräusche insgesamt oder generell, sondern auch andere neue Geräusche wie das Putzen, die Fähre, der Stahlschrank und es gibt noch viele, viele mehr. Ilvers Prost. Ich hoffe, den kann man zumindest hier vernünftig lesen. Ah, ich nehme einfach meine normale Stimme hier. Ja, hier nehme ich meine normale Stimme. In Ilvers Prost auf Instagram wurde nämlich gestern am 17.05. gezeigt, dass sie Mythos-Fragen beantwortet hat. Und da stand zum Beispiel Mythos, dass nach ungefähr 4 bis 5 Wochen, nachdem eine neue Pferderasse rauskam, die neuen Farben rauskommen müssen. Und sie sagte, nein, das stimmt nicht. Klar ist das immer so Pi mal Daumen, kann man sagen, okay, ab 4 Wochen könnten neue Pferdefarben rauskommen, aber es ist nirgendwo bestätigt. Und hier ist auch wieder der Beweis von Ilva. Sie sagt, es dauert 2 bis 3 Monate, um ein Pferd vernünftig zu gestalten. Und nur weil die Daten schon drin sind, testen sie aber auch erst gerade aus, ob mit den Pferdefarben auch alles stimmt, weil ihr wollt ja auch keine verbackten Pferde haben. Deswegen ist es ein Mythos, dass neue Pferdefarben genau nach 4 Wochen oder 5 Wochen rauskommen. Es kann nämlich auch mal nach 6 oder 3 Wochen sein. Und jetzt für die normale Stimme. Justin. Justin wurde Steve's Farm entdeckt und hat einige Bugs ausgelöst. Viele konnten die Quests in der Storyline nicht weiter ausführen. Anscheinend hat Justin das gemerkt und sich entschuldigt und ist wieder von Steve's Farm weggeritten. Er hat ihn danach nie wieder gesehen. Die Polizei sucht ihn schon. Das waren die kleinen Jorvik News heute am 18.05. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.